Beobachtung der Urinausscheidung. Die Blasenentleerung, die in der Fachsprache Miktion genannt wird, wird willentlich ausgelöst. Der Füllzustand der Blase wird über Druckrezeptoren in der Blasenwand wahrgenommen. Steigt der Druck innerhalb der Blase an, so löst das den sogenannten Harndrang aus. Das Gefühl, auf die Toilette zu müssen, können wir willentlich zulassen oder aber unterdrücken. Ist aber erst einmal der Vorgang der Blasenentleerung in Gang gesetzt, so verläuft er weitestgehend in Form eines Reflexes. Jetzt kommen wir zur Urinbeobachtung. Die normale Beschaffenheit von Urin ist hell bis dunkelgelb und klar. Je konzentrierter der Urin, desto dunkler ist er. Zum Beispiel Frau Müller, 92 Jahre alt, Diabetes mellitus. Und bei Frau Müller könnten folgende Veränderungen auftreten aufgrund ihres Diabetes. In der Farbe wären das Wasser hell bis ins grünlich schimmernde. Im Geruch wäre es ein Acetongeruch, ein Geruch nach gegorenem Obst. Bei der Menge wären das mehr als 2000 Milliliter. Folgende Beobachtungskriterien sind wichtig. Farbe und Aussehen. Bei einer dunkelgelb-braunen Verfärbung lässt das auf Flüssigkeitsmangel schließen. Bei Bierfarben mit gelbem Schaum lässt das auf eine Gallenwegs- und Lebererkrankung schließen. Bei hellrötlich lässt das auf eine Blutung bei Nieren- und Blasenerkrankungen schließen. Bei wasserhell ins grünlich schimmernde lässt das auf Diabetes mellitus schließen. Milchig flockig auf eine Entzündung und bei milchtrüb bei Hungerzuständen. Der Geruch, wenn es nach intensiv süßlich frischer Leber riecht, ist die Ursache eine Lebererkrankung. Wenn es nach gegorten Obst riecht, ist die Ursache ein Diabetes mellitus. Wenn es beißend nach Pferdestallgeruch riecht, ist die Ursache ein Harnwegsinfekt. Bei der Menge, bei weniger als 500 Milliliter in 24 Stunden lässt es auf verminderte Flüssigkeitszufuhr oder Flüssigkeitsverlust schließen. Bei weniger als 100 Milliliter in 24 Stunden lässt es auf eine schwerwiegende Krankheit liegen. Bei mehr als 2000 Milliliter in 24 Stunden lässt es sich auf eine extreme Flüssigkeitszufuhr schließen.